Willkommen zurück zu Echo Generation. Und wir befinden uns in der Schule, haben uns da reingeschlichen und gucken, was es hier noch so gibt. Okay, da können wir nicht rein, aber es ist abgeschlossen. Das war der Chemieraum. Gucken wir mal, ob uns hier auch keiner findet. Ich bin nicht durstig, okay. Abschlussball. Was war das denn? Da war doch gerade irgend so ein Viech. Finde ich auch ein bisschen gruselig. Sicherheitsraum. Aber ist auch abgeschlossen. Hier kannst du ein bisschen was lesen, wenn du wartest. War eigentlich nur Schrott. Es ist nicht zu. Na, geh mal rein da. Okay, hier ist das vom Direktor. Don't get out of line. Mr. Klimbeck, ein Porträt von unserem Schuldirektor. Okay. Da liegen Schlüssel. Wir haben für sein Haus die Schlüssel gefunden. Das ist schon mal zu cool. Dieses Telefon funktioniert. Aber ich muss niemanden anrufen im Moment. Das ist alles, was wir verloren und gefunden haben. Vielleicht ist da was drin. Vielleicht ein Comicbuch. You found Sphinx Row. Okay, ein Tag mit einem riesen Ninja-Stern können wir angreifen. Okay. Eine Puppe. Sollten wir es dem... Sollten wir es dem, den Puppenmenschen geben, diese Puppe? Sie glaubt, das gehört jemandem bei sich in der Klasse. Nachher denkt Mr. Klimbeck noch, sie hat es wieder zurückgeklaut. Okay. Okay, man hat Glück gehabt. Folge den Regeln, halte dich von Ärger fern. Eine Faxmaschine. Oh, das ist cool. Wofür braucht man das? Damit kannst du Bilder und Dokumente hin und her schicken. Lass uns mal Bilder von Mausi schicken. Oh, da oben. Da sind ganz schön viele Spielsachen. Das sind alle, die der konfiziert hat. Lass uns welche nehmen. Die sind bloß nicht in unserer Höhe. Ich guck mal, was hier im Mülleimer ist. Warum magst du es einfach, in andere fremdes Mülleimer zu schauen? Des einen Manns Müll ist des anderen Manns Schatz. Das ist eklig. Okay, können wir nicht reingucken, schade. Okay, wir haben den Schlüssel schon mal bekommen. Ich glaube, mehr brauchen wir hier nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht erwischt werden. Wollen wir hier nochmal hingehen? Da war ja gerade... Oh Gottchen, was ist das denn? Okay. Easy Swing. Hard Turn Swing Attacks applies bleed for 2 turns. Okay, machen wir mal. Oh, 120, okay. Wir versuchen es mal. Es blutet sehr auf jeden Fall. Grausiges Monster. Ninja-Stern. Attack with a giant Ninja-Star? Versuchen wir mal. Catch the star in the correct basket. Und... Ah, okay. Das war gar nicht so leicht. Okay. Multiple scratches attacks on one enemy. Okay, versuchen wir mal. Was müssen wir da machen? Ach so, ganz oft hauen. Okay, gut. Nein! Das war daneben, glaube ich. Wow. Hat die Katze platt gemacht. Okay, okay, okay. Bam. Ich glaube, ich hole mal lieber was zu futtern hier. Ugh.
Mann. Der muss auch was essen. Warte mal. Was ist denn? Gumballs. Da kriegst du einen Sack von mir. Gut, dass ich ihm Saft gegeben habe. Okay, wir können auch das hier machen. Nerviges Viech. Okay, das schaffen wir jetzt, das Viech. Bam! Oh, es haut ab. Schade, ich dachte, besiegt haben wir es nicht, aber es ist abgehauen jedenfalls. Wow. Was für ein Viech war das? Wie kam das her, ist die Frage. Was war das? Vielleicht war das eine von denen, die zurückgeblieben sind, von denen, die draußen geredet haben. Sieht aus, als ob sie irgendwas verloren hat. Man kriegt umsonst ein Buch aus dem Bookatarium. Das ist natürlich cool. Das heißt, wir können... Sollen wir da weitergehen, oder? Erstmal essen wir was hier. So, wir gehen mal kurz weiter. Ich weiß nicht, ob man das nochmal angreifen muss. Ich glaube nicht, ne? Das war jetzt ja weg. Tür zu, okay. Ein Äpfel, was ist das? Firecracker, okay, da können wir mal fliehen. Das ist nur, was man als Student machen kann. Die sind alle zu, die Türen. Die drüben auch, ne? Da. Das sind alle die Erfolge, die die Schule vorzuweisen hat. Deswegen ist die Sporthalle auch so groß, weil wir so viel sammeln. Ja. Können wir da reingehen? Es ist zu. Okay, es geht auch zum Gymnasium, also zur Turnhalle. Gut. Oh Gott, das ist schon wieder das Viech. So, wir laufen. Läuft das hinter uns her? Ich hoffe nicht. Schnell weg. So, jetzt gehen wir raus. Und dann versuchen wir mal diesen Coupon einzulösen im Buchraum. Hier geht's raus, okay. Huh, das war ja ein kleiner Kampf da. Yes, los raus da. Gut, also ab zum Buchladen. Gucken, was für ein Buch wir dafür bekommen. Vielleicht bekommen wir ja das Roboterbuch, das wäre geil. Oder man darf sich irgendein Buch aussuchen. Das wäre sogar noch besser. Warten wir mal ab. Naja, ich weiß, wir kommen da nicht rein. Achso, wir buchen uns auf der anderen Seite, ne? Das war am
Typen vorbei hier, ne? Da ist doch Holland. Ja. I guess, I don't know. Nur für ein Buch und das ist für Robotniks Magazin. Cool. Cool, wir können das Buch holen. Das ist natürlich cool. War hier, ne? Yes. Cool. Also, lassen wir mal den Roboter zusammenbauen lassen von dem Dad da. Jetzt haben wir alle Teile. Wollt ihr nochmal helfen? Okay. Was wir mit der Blume machen können, weiß ich noch nicht. Wir müssen auch dem Typen noch Bescheid sagen, dass wir nicht reinkommen, bevor wir nicht von ihm was eine Empfehlung haben, dass wir mit rein dürfen in dieses Restaurant da. Yes. Einmal zurück, bitte. Also, ist schon cool gemacht, das Spiel, muss man sagen. Hat so ein bisschen was von der South Park-Spielen, ne? Auch mit den ganzen Kämpfen und so. So, wir müssen hier hoch. So, bringen wir mit ihm die beiden Sachen. Dann kann ein Roboter, glaube ich, reparieren. Hey, ist das dein Blocko 11? Ja, aber er ist immer noch kaputt. Oh, ihr habt aber die Teile. Okay, ich kann den Heiler machen. Mach ihn Heiler. Jetzt haben wir noch einen Roboter. Oh, wo ist die Katze hin? Habe ich die Katze denn nicht mehr? Ah, okay. Okay, dann müssen wir gucken, wie es ist, wenn wir mit dem kämpfen. So, er ist ja da hinten am Werkeln. Können wir einfach reingehen jetzt? Wir haben ja hier... Wir haben einen Schlüssel. Wollen wir reingehen? Er ist ja jetzt nicht da. Wir müssen den... Okay, wir müssen den Kellerschlüssel finden. Das ist der hier wahrscheinlich. Mehr gibt's nicht. Dann gehen wir auch in den Keller. Wer ist das denn? Helft mir! Helft mir! Ich bin hier unten eingegangen, weil ich meine Hausaufgaben machen muss. Ich habe mich hier an die Regeln gehalten. Dieses Monster. Wie können wir dich herausbekommen? Er hat den Schlüssel immer bei sich. Oh. Es war schön, dich kennenzulernen. Bitte helft mir. Okay. Wir versuchen, den Schlüssel zu bekommen und hol dich hier raus. Backstep Attack. Okay, haben wir noch eine Attacke bekommen? Was ist das? Oh, wir können ein bisschen Musik hören. Das ist auch nicht schlecht. Viel mehr ist hier aber nicht, ne? Nö. Hm. Das Kind, Alter, hat einfach mal ein Kind entführt. Ist der verrückt? Okay, wir können hier mal... Ah, er hört funky Musik, der gute Mann. Na gut. Aber den Schlüssel müssen wir jetzt mal finden von ihm. Da ist eine Puppe. Können wir die mitnehmen? Nee, schade. Wir brauchen einen Schraubenzieher, um die anderen Puppen da auszubauen, ne? Eigentlich auch. Okay. Aber mein Kind entführt. Das ist doch der Direktor. Okay, die Tür ist anscheinend zu. Wir kommen da nicht mehr raus, oder was? Das ist ja uncool. Hä? Aber es gibt keinen anderen Ausweg, oder? The door seems to have locked behind me. Okay, was machen wir denn da jetzt? Sollen wir die Musik machen, dass er runterkommt vielleicht? What did you do? I want to try listening to this cassette I found. Mr. Klimbeck hates that cassette. Okay, er hasst die Hürde. Du musst dich verstecken. Er kommt bestimmt gleich hier runter. Jede Sekunde.
verstecken. Hier drin. Ah! You annoying little brat! Ich weiß, dass ihr mir die Puppen geklaut habt. Ach Mist. Müssen wir jetzt aber dagegen kämpfen schon? Na gut. Boah, 130, okay. Nein, Verkehr. Na egal. Oh, oh, ach mal, scheiß Roboter. Hm, den hätte ich nicht dabei haben sollen. Was müssen wir da machen? Oh, wie schwer ist das denn bitte da? Boah, dämlicher Spast. Na gut. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen Leben geben da. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ist egal, wie gut ich block, haut da trotzdem mit 8 rein da. So ein Spacko. Der alter Mann. Oh. Nein. Nein! Oh, das war doof. Ich hab zu früh gedrückt. Okay, warte. Obwohl, kann ich damit vielleicht machen, ne? Nur einen leichten Schlag. Booyah! Ich hab überall richtig Kohle für. Oh, ein paar Level hochgegangen, der Gute. So, hier müssen wir gucken. Hier müssen wir die Stärke ein bisschen höher machen. Hier machen wir auch die Stärke ein bisschen höher. Und den geben wir ein bisschen mehr Leben. Und ein bisschen mehr Stärke. Und ein bisschen mehr Leben. Wir finden den Schlüssel auch jetzt, oder nicht? Da ist irgendwas in der Puppe drin. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ich kann nicht glauben, er hat die Schlüssel in der Puppe gehabt. Oh, danke euch. Ich danke euch, dass ihr mich gerettet habt. Hier, ihr kriegt die Süßigkeit. Danke fürs Retten. Ich hoffe, euch schmeckt der Lolli. Jetzt kann ich endlich nach Hause gehen. Okay. Jetzt haben wir einfach mal den Typen umgebracht. Können die Puppe wieder mitnehmen? Nee. Okay. Viel mehr kann er jetzt nicht mehr antun. Der ist ja tot. Bisschen K.O.
Können wir jetzt die Puppen raus? Können wir auch nicht mehr rausholen. Ah, da. Wir können die Puppen immer noch nicht rausnehmen, uns fehlt ja der... Brauchen wir aber einen Schraubenzieher. Okay, den haben wir noch nicht. Den finden wir aber noch. Krass. Was ist er für ein verrückter Direktor, oder? Von der Schule? Hab ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ich gebe dir Candy für das Comic. Okay. Horsefield, okay. Ich weiß nicht, wie gut der Roboter ist. Wir haben ihn ja schon. Oh, warte mal. Wir könnten natürlich anrufen, obwohl es Quatsch ist, ihn anzurufen, ne? Achso, das hatten wir schon. Wir wissen ja schon, dass der nichts für uns dagelassen hat. Was hat der denn noch für einen Comic da liegen? Okay. Gut. Was haben wir jetzt noch alles da? Wir haben hier noch das Busticket, wir können wieder zurückeiern. Wir müssen einmal zu dem Heini gehen und fragen, wie das ist, warum wir da in diesen T-Tunes nicht reinkommen. Kriegen wir von ihr noch einen Keks? Den haben wir schon geholt. Gegen dich wollen wir jetzt nicht kämpfen. Einmal den Typen abgrasen bzw. fragen, was er genau wollte. Leave you Alien! But I'm not an Alien! Okay, das haben wir alles schon gesagt. Kurz durch die Hand, Herr Schmagat. If I only could find a way to get the... Okay, wir müssen im Downtown dieses Buch bekommen. Okay, das Buch kriegen wir auch wieder nur, wenn wir genug Kohle haben wahrscheinlich. Hier sind die Ratten. Hier, die Polizisten sind weg. Können wir hier weitergehen? Okay. Hier geht's nach East. Können wir hier längs laufen. Okay, es ist so cool, auf dem Highway rumzulaufen als Kinder. Halt, da unten ist doch was. Können wir daran vorbeilaufen? Yes. Hey. Hi, Mädchen. Hallo. Hi. Hast du zufällig einen Spielzeugzug gesehen? Nein. Wenn du einen siehst, kannst du ihn mir geben? Mein fiedriger Freund da oben findet es total super, Sachen zu nehmen und zu verstecken. Sicher. Wenn wir einen Spielzeugzug finden, geben wir ihn dir. Das ist der Papagei hier wahrscheinlich, den sie meint. Der fetrige Freund. Ah, ich habe euch da drüben gesehen. Gebt mir mein Geld zurück. Das sind meine Bottle-Dinger. Nuklear. Irgendwas mit Nuklear hat er gesagt. Keine Ahnung. Ist auch Schnubbelpuppe. Hm, ist das gegrillt hier? Oh, jemand kocht was. Lass uns das angucken. Da ist nichts für dich übrig. Ich habe nichts gesehen. Ein Zelt. Muss dem Kind da drüben gehören. Ein Fahrrad. Lilly, kannst du Fahrrad fahren? Nein, ich habe noch nicht mal ein Fahrrad. Hm. Wenn wir dir ein Fahrrad geben, bring's dir bei. Okay. Na gut. Was ist sie denn hier? Künstlerin? Hallo. Oh, was macht ihr beiden Kinder hier? Wir erkunden nur die Ortschaft. Ja, ihr seid zwei richtige Abenteurer. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Sicher. Mein Freund da hinten, der fühlt sich die letzten Tage so ein bisschen down. Könnt ihr ihn nicht ein bisschen aufmuntern? Oh, dieses Bild ist super. Welcher Freund denn? Die Frage, welche Freund sie meint. Ja, so benutzen wir die Leiter, um da hochzukommen. Wir haben einen Zug gefunden. Ich war noch nie so weit weg von zu Hause. Warst du noch nie mit Mama in der Shopping Mall? Das ist nicht das Gleiche. Ja, stimmt. Das ist nicht das Gleiche. Ja, runter. Aber welchen Freund meinst du? Ist hier oben noch jemand? Können wir nicht hoch.
Hier ist auch keiner. Oder meint sie tatsächlich dieses Mädchen da? Oder ist hier noch irgendjemand? Nö. Komisch. Na gut, wir gehen in den Spielzeugzug einfach mal dem Mädchen. Mal sehen, was sie davon hält. Hey, du hast einen Zug gefunden. Kann ich es haben? Du kriegst von mir einen Comic. Klar. Was haben wir gefunden? Okay. Gut, jetzt gehen wir mal nach oben. Gucken da nochmal kurz nach, ob wir da irgendwas Besonderes finden. Wie sieht es eigentlich mit unserer Gesundheit aus? Das ist voll okay. Okay. Das haben wir hier abgesperrt jetzt. Hey, haben wir euch nicht unten schon mal im Repair Shop gesehen? Wir sind nicht verloren. Wir untersuchen ein Mysterium. Seid ihr ein bisschen weit weg vom Dorf? Sollen wir sie nach Hause bringen? Wir sind in einer Mission. Und wir können erst zurück, wenn wir sie abgeschlossen haben. Ja, schön für euch, aber jetzt, wenn ihr in irgendwelche Ärger kommt, wenn ihr irgendwelche Ärger bekommt, sind wir für euch da. Okay. Da können wir also nicht weiter. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wen sie da meinte gerade. Ich rede nochmal mit der Frau. Ach, guck mal, das war die, die wir mit dem Zug geholfen haben. Gut. Das war nicht so schwer. Danke für eure Hilfe. Jetzt kann ich endlich weitermalen. Schade, da wir kriegen was von dir. Hier ist nichts. Dann geht's wieder zurück. Irgendwas werden wir hier schon noch finden, was wir brauchen können, bzw. machen können. Ah, hier, ein Einkaufswagen. Hop in, Lily, I'll push you down the highway. Nein! Das wäre auch ein bisschen fies. Okay, es geht hier raus. Gut. Oder auch nicht gut. Wir wissen immer noch nicht, wie wir das hinkriegen mit dem Schraubenzieher und so. Aber das macht nichts. Hier rein. Okay. Da oben irgendwas stehen. Aber ich weiß nicht, was das ist. Lass mal kurz hier reingehen. Wir müssen gleich mal gucken in der Bücherei, ob wir das andere Buch noch finden. Kaufen wir hier was. Place poison for two turns. Green oil. Das ist bestimmt gut für die Tante da. Das kaufen wir einfach mal. Die da malt, weißt du? So. Die da malt draußen. Ich glaube, die will bestimmt diese Farbe haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Weitergehen. Vorstellen, dass die das haben will. Die beiden kämpfen immer noch da. Hier ist auch ein Haus. Achso. Aber mit dem Bus fahren wir jetzt nicht. Müssen wir jetzt tatsächlich noch mal kurz dahin rennen und gucken, ob wir ihr die Farbe geben können. Das interessiert mich jetzt, ja. Ich hätte nicht direkt danach gefragt, aber ich habe ja auch kein zweites Mal angesprochen. Ich hätte sie ein zweites Mal ansprechen sollen. Ihr fehlt bestimmt diese Farbe, um ihr Bild zu beenden. Hundertprozentig. Laufen wir mal hin. Weil, wofür sollte man sonst die Farbe kaufen können, oder? Würde für mich Sinn ergeben. Ist wahrscheinlich aber nicht so. Probieren es mal aus. Hello. Ich habe gehört, ihr habt dir geholfen. Es war nicht so schwer. Danke für eure Hilfe. Jetzt kann ich mich endlich auf mein Bild konzentrieren. Okay. Das will sie noch nicht haben, die Farbe. Aber wir haben sie schon mal für später vielleicht. Gucken wir mal.
Was ist denn mit dem Papagei? Kann der uns noch bei irgendwas helfen hier? Ah, okay. Der hilft uns bei gar nichts. Nun gut. Hier können wir also nichts machen. Naja, das war auch, glaube ich, genug für heute. Was ist das denn hier? Und ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sollte es euch gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar oder sogar abonniert. Das wäre sogar noch besser. Aber wie gesagt, alles freiwillig. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.